Hallo, meine Lieben, da bin ich wieder. Ich hatte mir ein Video angeschaut von der Nails by Julie Eyre. Die habe ich auch schon mal erwähnt. Ich kann euch gerne mal den Kanal unten verlinken, den YouTube-Kanal. Die macht auch ganz nette YouTube-Videos. Und zwar hatte sie von der Firma Laura Aletta Produkte zugeschickt gekriegt oder selber bestellt. Ich kann es euch jetzt gar nicht so genau sagen. Und da waren auch so Overlays dabei. Und die fand ich so schön, dass ich die mir auch gleich bestellen musste. Und die sind echt schön. Also ich habe nicht viel bei der Laura bestellt. Aber die fand ich so schön. Und die glitzern auch richtig toll. Genau. Diese habe ich mir bestellt. Die muss ich nachher noch einsortieren. Dann habe ich mir. Gibt es immer ein Zweierpack. Die bestellt. Die finde ich auch sehr schön. Das ist ein rosa Stein innen drin und außenrum sind es weiße. Fand ich auch ganz süß. Und ich mag so kleine, weil was, wenn man mit so riesen, dicken, fetten Teilen, die sind eh nicht alltagstauglich, finde ich. Aber jeder empfindet es ja anders. Also ich könnte damit nicht arbeiten mit so riesen Teilen drin. Und da bei denen hier, da habe ich mir die noch bestellt. Aber ich hätte gedacht, dass ich irgendwas zweimal bestellt habe. Aber naja, die fand ich auch so richtig süß. Ich finde die richtig schön. Genau. Und dann habe ich mir noch einen Pinsel bestellt. Der hat sogar hier ein Steckpinsel mit Kappe. Das finde ich ganz gut. Ja, der ist natürlich noch nicht eingearbeitet. Den werde ich vielleicht nehmen für Acrylgel oder so. Mal schauen, weil irgendwann sind meine auch mal kaputt und dann benutze ich den. Kommt in so einer schönen Röhre. Genau. Und dann habe ich mir noch Tipps bestellt. Und die kommen alle in so kleinen Tütchen. Wo habe ich denn einen? Habe ich doch gerade rausgenommen. Genau. In so kleine Tütchen. Sind alle nummeriert. Die habe ich natürlich alle schon rausgenommen. Ich habe das nur aufgehoben, um euch zu zeigen, wie die verschickt werden. Ich habe die schon einsortiert und zwar hier in eine Box. Und ich fand die Form so schön. Und die werde ich für meine Nail Art Sachen, kann man die sehr gut hernehmen, wenn man bei Wettbewerben mitmacht oder so. Ich finde die ganz schön. Die Form finde ich auch sehr schön. Eine Mandelform. Ja, habe ich nämlich so noch nirgendwo gesehen zu kaufen. Und deswegen habe ich mir gedacht, die müssen her. Die habe ich mir ja einsortiert. Ist in jeder Größe, ich glaube bis ja, 1, 2, 3, 10 Größen. Von 0 bis 9. Und ich fand die ganz schön. Ja, das war das. Und dann hat natürlich mir die liebe Eva noch was mit reingesteckt. Da war ich, sie hat mir zwar eine E-Mail geschrieben, ich habe die mir nochmal durchgelesen, hat sie schon gesagt, dass sie noch was mit reingesteckt hat. Aber das habe ich so schnell überflogen, dass ich daran gar nicht mehr gedacht habe. Und zwar hat sie mir noch mit reingesteckt. Solche Schablonen, die habe ich euch im vorigen Video vorgestellt, wo ich ein Produktvideo von ihr gemacht habe. Und das könnt ihr euch ja nochmal angucken. Da sind manche Sachen dabei, die hatte sie mir neulich schon geschickt. Und zwar das Einphasengel Clear. Ja. Das ist sehr gut, da bin ich auch sehr zufrieden damit. Das habe ich mich schon ausprobiert bei Kunden. Das hat sie mir gleich zweimal mitgeschickt.
Und dann einmal das Cover Light. Ich zeige euch gleich die Farbe nochmal. Und das Cover Gele. Und das hat sie mir alle schon neulich mal mitgeschickt. Und da könnt ihr gerne das andere Video euch nochmal angucken, wenn euch das interessiert. Weil ich würde gerne, wenn ich meine nächsten Abonnentenverlosung mache, die Sachen mit reinpacken ins Paket. Ich habe das mit der Eva abgesprochen. Sie hat da nichts dagegen. Und ich zeige euch jetzt, weil das natürlich schon offen ist, das habe ich mir beschriftet, weil ich finde, dass man das ganz gut für einen Babyboomer nehmen kann. Was war das? Das Cover Light, genau. Das habe ich auch schon benutzt. Und ich finde es ganz, ganz super zum Verarbeiten. Zieht sich selbstständig glatt. Also so schnell, wie ich das raufmodelliert habe, das war schon gut. Also es hat eine bisschen festere Konsistenz, zieht sich aber selbstständig glatt. Falls wieder Fragen aufkommen, was ich denn für eine Farbe drauf habe auf meinen Nägeln, weil da schaut sie ja immer besonders drauf und dann kommen immer die Fragen. Ich habe das nur gefüllt mit diesen Cover Light und habe mir hier noch so ein Stück mit einem anderen Gel, mit einem Farbgel gemacht. Das ist auch von ihr. Das kann ich euch auch sagen, was das ist für eins. Das ist das Collagel Gold 07. Das habe ich euch auch vorgestellt im anderen Video. Da habe ich euch mehrere Farben vorgestellt. Das fand ich ganz schön. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich da mache. Ob ich auch noch Steinchen mache oder nicht. Oder Schnörkel oder ein Bildchen reinklebe oder ein Schmetterling. Ich habe noch keine Ahnung, deswegen habe ich das jetzt noch offen gelassen. Aber diese Naturfarbe ist dieses Cover Light. Das kann ich gut empfehlen. Auch für Babyboomer finde ich das bestimmt ganz gut. Werdet ihr mit Sicherheit auch dann mal ein Foto wiedersehen von mir in Facebook. So, das Clear, das ist auch super in der Verarbeitung. Das habe ich schon mehreren Kunden rausgemacht. Da fehlt auch schon ein bisschen was, wenn ihr das sehen könnt. Ist auch toll, die Verarbeitung. Zieht sich auch glatt und lässt sich auch sehr gut befeilen. So, dann hat sie mir noch so Pfeile mitgegeben. Ich weiß leider nicht, was das für eine Körnung ist. Ich nehme mal an 150. Sie ist sehr rau, vielleicht auch 80. Da werde ich sie wieder fragen. Da werden bestimmt auch welche mit im Wanderpack, jetzt sage ich schon, in der Abonnentenverlosung mit reinfließen. Dann machen wir hier weiter. Dann sind noch zwei Pinsel in gerader Form. Der ist auch das ist auch eine gerade Form. Ich gucke jetzt mal, ob da ein Unterschied ist. Das ist auf jeden Fall wieder ein schöner Steckpinsel. Finde ich ganz klasse immer. Der blaue ist ein bisschen breiter und der andere ein bisschen schmaler. Ich hoffe, das könnt ihr gut erkennen. Ja. Genau. Das waren die Pinselchen. Da wird auch einer mit in die Verlosung gehen. Und dann noch ein Spaten, so rum, kann man auch immer gebrauchen, der ist auch richtig schön, vorne mit so einer Spitze und die sind auch immer sehr schön robust, der ist gut, liegt gut in der Hand. So, und dann gibt es noch zwei Farben, ich schüttel mal. Polish-Gele sollte man ja immer schütteln. Mein Lämpchen.
Blümchen schon mal hinmachen. Ich mache das hier wieder auf diesen Tipps rauf. Dann kann man das nämlich dann an die Flasche machen. Und dann weiß man gleich, was für eine Farbe drin ist. Die heißt jetzt Amazing Line 47. Also die muss man auf jeden Fall zweimal auftragen. Das mache ich dann auch noch. Und die andere heißt Amazing Line X18. Das ist so ein bieriger Ton, finde ich. Die müsste man auch zweimal auftragen. Aber das bei Polish Gelen macht man das immer zweimal. So, das kommt jetzt in die Lampe, das werde ich aushärten. So, und dann hat sie mir noch Overlays mitgeschickt. Ganz süße. So, nochmal diese Rauten, aber das eine ist nur Silber und das andere ist wieder, ich hole euch mal ein Stück ran. Das eine ist ja Silber und das andere ist wieder mit diesen bunten, die ich mir selber bestellt habe. Ich finde die ja ganz süß. So, und dann Schuhchen, finde ich auch ganz witzig, ist auch nicht zu hoch, ist auch alltagstauglich und dann, ui, wo seid ihr denn da, habe ich mich jetzt wieder versteckt, will ich hier aussortieren, die Kreuze finde ich auch ganz witzig und was ist das? Ja, auch lustig. Jetzt. Auch noch nie gesehen. Das ist so mit Glitzer drin. Also so wie Glitzi halt. Jetzt nicht Strasssteine, sondern lose. Die Kreuze sind richtig schön. Alles schön an und für sich. Ja, und das war das noch. Wir tragen das zweite Mal auf. Ja, beim zweiten Mal deckt's. Da ist jetzt ein Haar oder irgendwas. Und das war die dunklere Farbe. Lassen sich auf jeden Fall gut drauf machen. Oder auftragen, sagen wir so. Das ist auch wieder ein Härchen. Wo kommen die denn immer hier? Auch ein Härchen. So. Und das werde ich jetzt aushärten. Dann werde ich den versiegeln mit dem Quick Finish von Laura Aletta. Habe ich euch auch vorgestellt im anderen Video. Und wenn das ausgehärtet ist und versiegelt ist, dann hole ich euch nochmal zurück. Bis gleich!
So, die sind jetzt ausgehärtet. Sind schöne Herbstfarben, finde ich. Ja, finde ich schon, weil das alles ein bisschen so ins Rötliche reingeht. Aber manche mögen es ja auch so im Sommer und andere mögen es halt knallig im Sommer. Das kommt immer drauf an. Hier nochmal zu diesen Tipps. Also ich finde die echt super. Die kann ich euch empfehlen, wenn ihr auch so Nailart-Sachen macht oder so. Die haben echt eine richtige schöne Form und sind auch sehr stabil. Ja, na sage mal, der mag nicht. Jo. So viel dazu. In diesem Sinne, den Shop werde ich euch unten wieder verlinken in die Infobox. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dahin und zum nächsten Video, eure Marion. Ciao!